Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Let's Play Arafel. Wir sind hier in den Katakomben unter Schloss Atana, in einem alten elfischen Tempel. Und wir sind auch schon ziemlich weit und haben den Tempel eigentlich bisher schon sehr weit durchforstet. Wir haben ein weiteres Artefakt der Macht gefunden, das auch eine von Litas ultimativen Fähigkeiten freigeschaltet hat. Die hier... Ach ja, genau, das gute alte Sunlight Fury 1... Die stärkste Attacke, die Lita zur Verfügung steht. Und wir haben hier eins dieser verdammten Vampirrätsel gelöst, das uns allerdings bisher noch kein Stück weitergebracht hat. Ich habe nämlich offscreen wieder etwas herausgefunden, nämlich, dass mir noch ein weiterer Schlüssel fehlt. Wo war denn der noch gleich? Jetzt muss ich natürlich den Weg zum Schlüssel finden und ich muss natürlich auch möglichst gut diesen ganzen Gegnern hier ausweichen. Das war, glaube ich, hier oben irgendwo. Genau, hier kann man ja weiterlaufen... Und da oben, diese Tür, da waren wir noch nicht drin. Hier finden wir noch etwas Schönes, und zwar eine Truhe mit einem Schlüssel. Und hier finden wir nichts. Okay, wahrscheinlich, weil wir das Rätsel schon gelöst haben, finden wir jetzt keine Gegenstände mehr. Das kann natürlich sein, dass der Switch jetzt ausgestellt wurde. Wie ich darauf gekommen bin, dass wir noch einen Schlüssel brauchen, ich bin ja durch die Gegend gelaufen, weil ich den Weg gesucht habe, und dann ist mir diese Tür hier aufgefallen. Wir müssen also erstmal noch hier hinein und hier unten noch etwas Kleines erledigen. Ich würde es nicht unbedingt als Rätsel bezeichnen, aber wir müssen hier irgendwie an den Gegnern vorbei und die beiden Schalter dort betätigen. Also von daher, es ist kein Rätsel, aber es ist eine Fleißaufgabe. Nennen wir es einfach mal so. Ich habe jetzt natürlich immer noch keine Ahnung, wo ich danach genau hin muss, aber ich denke mal, das wird sich irgendwie schon rausfinden. Ja, die Viecher machen uns irgendwie schon wieder viel zu viel Schaden. Und Dorian macht den einfach gar keinen Schaden. Das gibt's doch gar nicht. Diese blauen Schleime sind ganz schön resistent gegenüber unseren Angriffen. Was soll das? Hör auf damit, du blauer Schleim. Hör auf, dich zu wehren. Du bist nur ein Schleim. Nicht mehr und nicht weniger. Aber vor allem nicht mehr. Schleime scheinen irgendwie resistent gegen Dorian zu sein. Aber sind sie ja auch resistent gegen den Elemental Burst? Ich glaube nicht, Tim. Und damit meine ich nicht den Tim aus Lonely. Ich denke, wir werden alle Hör mal, wer da hämmert kennen. Und wenn nicht, dann habt ihr ein bisschen was nachzuholen. Es gibt sogar ein Super Nintendo-Spiel von Hör mal, wer da hämmert. Das ist, wenn ich mehr Zeit hätte und mehr Elan und mehr Interesse daran, irgendwelche crappigen Super Nintendo-Games zu spielen, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Angespiel davon machen. Wer weiß, vielleicht irgendwann in ferner Zukunft. Auch Dorian bekommt ein weiteres Level Up. Sehr schön, das benutzen wir auch direkt, um seine Magiepunkte zu erhöhen. Die waren bisher ein bisschen low, finde ich. Es hat in manchen Kämpfen dann irgendwie immer nicht so ganz gepasst, dass wir irgendwie zwei Spells machen konnten und danach nochmal alle heilen. Und hier hinten haben wir dann natürlich noch einen weiteren Schalter. Ist ja klar, worauf das hinausläuft. Und das Betätigen dieser Schalter lässt die Säulen da draußen explodieren. Warum sollte irgendjemand so einen Mechanismus erfahren, frage ich überhaupt. Wir spielen ein Videospiel. Keine Fragen stellen, sondern versuchen den Weg zu finden. Ich habe nämlich absolut... keine Ahnung. Ah, hier oben, oder? Ah, perfekt. Wir waren sogar schon auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Das ist ja cool. Perfekt. Dann betreten wir das Hexagramm. Was ist denn das? Das sieht nach einem großen, glühenden, unheimlich aussehenden Stern aus. Lita, lass diesen Antisemitismus sein. Dafür haben wir keine Zeit. Hey, vielleicht sollten wir dann einfach drauf treten. Was? Aber nein... Du wirst da drauf treten. Ich weiß nicht, was das Ding ist. Hey, ich bin nur mit dir hier. Also, du bist hier der Held, falls du es noch nicht verstanden hast. Hey, das war aber nicht meine Wahl. Du bist derjenige, der mich mitgenommen hat, diesen blöden Ring zu suchen, in diesen blöden Ruinen, ja? Du bist derjenige, der das ganze Abenteuer initiiert hat. Entschuldige mich bitte? Ja, ich hab doch recht. Ich sag, wie es ist. Oh, guck mich an, ich bin Adrian. Ich mag es, irgendwelche alten, verloren geglaubten und spukenden Ruinen zu erforschen, die von irgendwelchen alten Elfen erbaut wurden. Und suche dort nach irgendwelchen verfluchten Juwelen. Ja, ich bin nämlich so ein cleveres Kerlchen. Okay, das ist genug. Es ist Zeit, dass wir gehen. Na dann, los, bring doch den Mut auf, du überwachsener Holzfäller. Ihr dummen Kinder. Wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr am Ende von einem Blitz von mir erschlagen, wenn ihr nicht beide die Klappe haltet, okay?
Also, ich werde da jetzt einfach drauf treten und mal gucken, was passiert. Und wenn nicht, schmeiße ich einfach Feuerbälle auf die Tür. Seht ihr, Idioten? Warum so tun, als würden diese magischen, weltrettenden Dinger immer in den Händen von irgendwelchen Kindern. Was auch immer ich sagen will, vergesst es einfach. Ich bin Seri. Worauf wartet ihr? Kommt mit mir. Die Tür hat sich geöffnet, weil ich auf das Hexagramm getreten bin. Was für ein widerlicher Geruch. Hey, wie seid ihr hier reingekommen? Ich verliere so langsam meine Geduld. Wer seid ihr und was macht ihr an diesem Ort? Seid ihr von draußen? Ihr seid doch keine Vampire, oder? Also das sind wir ganz sicher nicht. Könnt ihr uns helfen? Kind, seid ruhig. Wenn Miranda das herausfindet, dann werden wir alle tot sein. Aber wir sind doch jetzt schon so lange hier unten und jetzt ist endlich jemand hier, der uns helfen kann. Da muss ich es doch versuchen. Würdet ihr vielleicht bitte erklären, was zum Teufel hier gerade vor sich geht? Ich nehme nicht an, dass ihr mit den Vampiren oder Miranda verbündet seid. Miranda ist eine Vertraute der Vampire. Diejenigen von uns, die ihr nicht die Loyalität geschworen haben, aber ihr Geheimnis herausgefunden haben, wurden hier runtergeschickt. So, das bedeutet dieses Spiel also. So, darauf läuft dieses Spiel also hinaus. Sie möchte selbst ein Vampir werden, hä? Das bedeutet also, dass wir sie früher oder später selbst bekämpfen müssen. Aber wie auch immer. Was für eine Operation plant hier unten? Wir werden dazu gezwungen, Gift für den König herzustellen. Er ist nicht krank, es geht ihm nicht. Er ist nicht krank, weil er an einer Krankheit leidet. Das klingt irgendwie doof. Ja, nicht jeder in dem Schloss weiß darüber Bescheid. Miranda hat die Wachen dazu gezwungen, für Tage wach zu bleiben. Und sie dann während ihrer. Wie heißt ein Schiff noch gleich hier? Schichten. Und sie dann während ihrer Schichten schlafen zu lassen. Das erlaubt es ihren Agenten, an den Wachen vorbeizukommen. Miranda möchte das Schloss übernehmen, sobald der König stirbt. Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich überraschend für uns. Die Leute hier, wenn wir zu schwach werden, um zu arbeiten, dann kommen die Vampire und fressen die Schwachen. Dann kommen die Vampire und laben sich an den Schwachen. Manche von ihnen sterben. Andere verwandeln sich selbst in Vampire. Das klingt schrecklich. Wir werden getötet, wenn irgendjemand herausfinden wird, dass wir euch das alles erzählt haben. Bitte, ihr müsst uns helfen. Aber natürlich werden wir das. Hey, wartet einen kleinen Augenblick. Worum geht es hier eigentlich überhaupt? Möchten die Vampire jemanden auf dem Thron haben? Warum sollten sie das alles tun, nur damit sie eine Königin haben, die nicht im Sonnenlicht herumwandern kann und einfach hofft, dass es keiner merkt? Ja, das ist eigentlich der schlimmste Part an der Sache. Ich habe darüber gehört, wie sie darüber gesprochen haben. Sie versuchen nicht, die Macht zu ergreifen. Sie versuchen, den König zu töten und es den Vampiren in die Schuld zu schieben, damit sie eine Armee in den Blutwald laufen lassen können. Es klingt, als wäre es eine Falle. Die Vampire werden wissen, dass eine Armee kommt. Und sie werden sie abschlachten. Ja, das wissen wir schon, darüber haben wir schon in einem der früheren Parts mal von Baramon, also im Gespräch von Baramon und Miranda gehört. Habt ihr und Seri Keso irgendetwas Ähnliches gehört, als ihr zum Blutwald gegangen seid, Lita? Die Vampire haben über irgendeinen Plan gesprochen, den sie ausführen wollten, aber haben nichts Spezifisches erwähnt. Was auch immer wir machen, Miranda muss zuerst gestoppt werden. Ja, da stimme ich euch zu. Mit dem Gift werden wir in der Lage sein, die Schuld von Lady Miranda zu beweisen. Die Wachen des Schlosses, die nicht darüber Bescheid wissen, werden uns möglicherweise auch bei unserem Plan unterstützen. Oder sowas in der Art.
Nun, das war erstmal das letzte bisschen Gift, das wir kreiert haben. Dies ist das Gift, das den König jetzt schlussendlich töten soll. Dann gebt es her! Wir müssen diese Verschwörung aufdecken, solange das möglich ist. Aber natürlich. Aber, wie könnt ihr die Vampire besiegen? Niemand ist in der Lage gegen die Vampire. Ich bin mir sicher, dass wir irgendeine Möglichkeit finden werden. Also gut, dann lass uns loslegen. Wenn Miranda mit den Vampiren zusammenarbeitet, dann werde ich der Erste sein, der sie dafür zahlen lässt. Möge die Göttin über euch wachen. Es gibt einen geheimen Ausgang hier hinten, den ihr benutzen könnt, um an die Oberfläche zu kommen. Aber er wird von Vampiren bewacht. Ja, das ist gar kein Problem. Wir speichern erstmal unser Spiel ab, danke. Das war nach der Sequenz auf jeden Fall notwendig. Und dann schauen wir uns immer noch ein bisschen um, reden nochmal kurz mit den beiden. Okay, erzählt uns mal was von dem geheimen Ausgang. Bitte beeilt euch. Ich weiß nicht, wie lange ich noch in diesem Kerker verweilen kann. Ich denke mal, das ist schon so halbwegs okay. Und wir haben ja natürlich noch mehr Leute, die uns vielleicht irgendwie alle noch weiterhelfen können. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich auch vom Mikrofon gehört werde. Moment mal, ich muss mal... So. In eine etwas andere Position gehen. So, ist auch schon direkt viel gemütlicher für mich. Sehr schön. Ah, dieser schreckliche Geruch vom Gift hier unten. Ich bemerke ihn schon kaum noch. Alles klar. Dieser Ort wird uns noch umbringen. Mögen es die Vampire oder das Gift sein oder einfach, dass wir kein Essen und kein Trinken haben. Bitte beeilt euch. Bringt es uns mit irgendeinem dieser NPCs irgendwas zu sprechen? Wer seid ihr? Neue Gefangene? Ich hoffe, ihr werdet länger erhalten bleiben als die letzten. Hey, ich habe gehört, wie ihr gesprochen habt. Viel Glück, was auch immer ihr versuchen werdet. Die Leute hier verdienen das alles nicht. Seid ihr hier, um uns zu helfen? Seid bitte vorsichtig. Ja, ist okay, wir werden das schon irgendwie schaffen. Es kann ja... Oh, da hinten glitzert etwas. Und Doran möchte natürlich noch etwas sagen. Was haben wir denn hier? Das ist dir in der Sprache der Vampire geschrieben. Sind das aber die Notizen eines Alchemists? Was sagt ihr da? Was steht denn da? Wie man etwas heilen kann? Nein, das scheint nicht so... Das scheint nicht der Fall zu sein. Aber es scheint ein altes Rezept zu sein, das durch die Azariel-Familie weitergegeben wurde. Das scheinbar auf Geräusche reagiert. Interessant. Nun, lasst uns erstmal weitergehen. Vielleicht kann ich irgendwie im Laufe der Zeit das hier alles noch entschlüsseln. Okay, Doran hat also auch irgendwie so eine kleine Quest am Laufen. Die Vampire reden immer über den Sonnenstein. Ist das nicht irgend so ein magisches Elfending aus Geschichten? Ja, das klingt danach. Aus Märchen. Sagen wir lieber Märchen. Fairy Tale ist wahrscheinlich einfach Märchen. Das klingt schon ganz gut. Ich frage mich, ob wir jemals wieder zurück nach Hause gehen können, werden, tun. In der Zukunft. Ja, ist okay, gut. Mehr Dialoge. Wir werden hier, wird es wahrscheinlich einige Vampire klatschen. Und da sind auch schon die ersten. Was in der Abyss macht ihr denn hier? Geht wieder nach unten. Wie wäre es, wenn ich einfach einen Pfeil in deine Stirn schieße, okay? Oh, ein Gefangener mit einem kleinen bisschen Charakter. Also gut, ihr wollt einen Kampf. Ich könnte einen Snack vertragen. Lasst uns tanzen. Ihr seid nur Vampire, nicht mehr und vor allem weniger. Gut, Adrian... Macht erst einmal einen Power Strike. Wir machen die beiden einfach nach und nach fertig. Ich denke mal, das ist das Sinnvollste. Ah, der Power Strike hat auch direkt 2 AP hergestellt. Das ist interessant. So, Sunlight Fury kostet 15. Ich habe keine 15 AP. Wie kriege ich mehr AP? Ich habe keine 15 AP. Was soll das? Wie kriege ich mehr davon? Naja, was soll's. Benutzen wir lieber erstmal Elfenfokus. Wird schon das Sinnvollste sein. So, Doran kann natürlich auch erstmal hier Song der Elfen machen und dann sind wir alle nochmal stärker. Und dann gibt es hier Spell One, einen Elemental Burst auf diesen Vampir, der scheinbar auch noch vergiftet ist. Mal gucken, wie lange der Vampir aushält. Ja, der Angriff von Adrian ist schon echt super geil, muss ich sagen. Dem Gegner jede Runde nochmal Schaden abzuziehen, also so wird der Kampf echt schnell vorangehen. So, dann hier All.
Ich glaube, weitere Sprüche muss ich dann kaufen. Naja, irgendwann werden wir bestimmt mal... Was? Ach, die Olle ist schon wieder kaputt. Alles klar. Dann dürfen wir erstmal den Typen da unten angreifen. Möglicherweise kommt Dieter ja irgendwann noch dazu, ihren magischen Pfeil einzusetzen. Aber wenn nicht, ist auch nicht weiter tragisch. Ja, wenn die, ich meine, gegen die Vampire haben wir damals schon gekämpft, als wir... Achso, ich habe nur noch 200 MP übrig. Hat er mir irgendwie MP abgezogen oder was ist da los? Ja, muss ich jetzt mit leben. Er ist ja auch nur ein kleiner Vampir. Moment, die Geschichte gab es schon von dem kleinen Vampir. Ich glaube, da liegt ein Copyright drauf. Ich sollte lieber vorsichtig sein in dem, was ich sage. Wir sind hier nicht bei die letzte Schlacht der Elfen, wo alles erlaubt ist. So, Spell One, Fire, 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 Burn, Burn. Ja. Und da ist auch der mehr oder weniger kaputt. Jetzt sind die Gegner natürlich schon so stark geschwächt. Wenn ich dann mit Lita nochmal zur Aktion komme, werde ich erstmal den unteren besiegen. Und zwar in der nächsten Runde dann. Es ist irgendwie ein ganz komisches Prinzip mit den Vampiren. Aber ich denke mal, es funktioniert noch so halbwegs. Also von daher, es ist okay. Los, Lita, komm endlich an die Reihe. Sehr schön. Dann heiliger Pfeil auf den da unten. 9999. Denn genauso viele Trefferpunkte haben Vampire nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele die haben, aber es sind auf jeden Fall auch mehr als 3000, glaube ich. Also die halten auf jeden Fall echt schon eine ganze Menge aus, auch wenn sie ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich sehr stark geschwächt sind. Aber es dauert leider ewig und ich weiß auch nicht, kann ich mit dem Trank, kann ich wahrscheinlich auch, mit dem MP-Trank kann ich wahrscheinlich auch Litas AP regenerieren? Ich denke einfach mal. Mehr generische Vampire besiegt. Ach, diese armen generischen Vampire. Warnung. Vergesst nicht, euer Spiel an diesem Punkt zu speichern. Ihr werdet keine weitere Chance bekommen. Aber ihr könnt alle folgenden Cutscenes von diesem Punkt an überspringen. Das klingt so, als würde uns hier eine lange Aufgabe erwarten. Das bedeutet also dementsprechend auch, dass ich den Part jetzt ein bisschen kürzer machen werde. Weil ich meine... Uns wird gesagt, dass wir Cutscenes bekommen und dass wir hier für einige Zeit keine Möglichkeit haben zu speichern. Und ich bin jetzt schon ungefähr bei 17 Minuten im Part. Naja gut, das passiert. Damit konnte ich jetzt natürlich nicht rechnen. Aber das ist jetzt auch erstmal alles gar kein Problem. Ich freue mich auf jeden Fall schon super auf den nächsten Part. Und ich hoffe, ihr seid auch sehr gespannt darauf. Denn es könnte sein, dass wir dann zurück zur Lady Miranda gehen und sie möglicherweise fertig machen werden. Aber na gut, was uns da alles genau erwarten wird, das werden wir dann erst noch herausfinden. Bis zum nächsten Mal hierbei. Let's Play Arafel. Und in der nächsten Folge von Let's Play Arafel... Hä? Warum sollte ich die Cutscenes skippen?